kommen wir zum zweiten Teil meiner kleinen Reihe, das Gottkonzept. Im ersten Teil haben wir ein paar Eigenschaften etabliert, die ein Gott besitzen sollte, um wahrlich ein Gott zu sein. Unter ihnen auch die Omnipotenz, die Macht, alles zu erschaffen. Deswegen schauen wir uns mal ein paar seiner Schöpfung an. Der Albtraum aller Gläubigen, die Kokosnuss. Schaut man sich eine Kokosnuss direkt vom Baum an, wird man sehen, dass sie eine glatte, runde Schale besitzt, die viel zu groß ist für die menschliche Hand und durch ihre glatte Oberfläche nicht bequem in der Hand haltbar ist. Wenn man dann endlich nach mühsamer Arbeit die obere Schale entfernt hat und sich auf ein leckeres Stück des Fruchtfleisches und ein Glas des Saftes freut, wird man merken, dass unter der harten Schale noch eine härtere Schale sitzt, die nicht wie eine Cola-Dose einen bequem zu öffnenden Verschluss hat. Außerdem gibt es kein aufgedrucktes Haltbarkeitsdatum, das zeigen könnte, wenn eine Kokosnuss anfängt zu vergammeln. Das Fruchtfleisch der Kokosnuss sitzt an der Innenseite der harten, runden Schale, was dazu führt, dass man sie nicht bequem essen kann. Die Kokosnuss ist also ein 100%iger, sicherer Beweis, dass es keinen Gott gibt. Sometimes I feel like killing at this point, everything until it's